Wunderschönen guten Tag zusammen. Wir haben es 15.12 Uhr, der 7.04.2018. Ja, gestern hatte ich ja schon über Chico berichtet und ja, heute geht's weiter über Chico. Ja, mittlerweile ist es ja auch bekannt, dass damals die Behörden Fehler gemacht haben. Habe ich heute zu lesen bekommen. Die Bild ist ja ziemlich flott dabei und berichtet ja was Neues, wo ich mich manchmal frage, meine Güte nochmal. Also da kann man manchmal wirklich mit dem Kopf schütteln, was dabei alles rauskommt und dann wird wieder was Neues zugedichtet und so weiter und so fort. Naja, gut. Es war so, dass die Behörden schon mal informiert wurden und es wurde damals nicht gehandelt. Und jetzt ist es Geschrei natürlich. Chico hat bedauerlicherweise seine Besitzer hingerichtet, sozusagen. Wo ich aber Chico nicht die Schuld gebe, sondern die Halter. Er wurde 8 Jahre lang unter erbärmlichen Händen, ja, gehalten, ja, nicht artgerecht. Er durfte nie rennen, er durfte nie irgendwie soziale Kontakte pflegen und so weiter und so fort. Und die Tierärztin, die ihr ja gestern auch gehört habt in meinem anderen Sendung, hat ja auch gesagt, ein Hund, der keine sozialen Kontakte pflegen darf, das ist Folter. Das war ganz einfach Folter, wie Chico gehalten wurde. Chico soll sterben, so heißt das in der Bild. Und wo ich nur sage, wenn jetzt Kinder getötet werden, missbraucht werden und was auch immer, dann kommt da eine kleine Strafe bei raus. Bei Menschen ist keine Todesstrafe, bei Tieren ja. Da frage ich mich allerdings, was soll das? Warum wird ein Tier dafür auch noch bestraft? Für das, was man ihm angetan hat? Verstehe ich nicht. Chico ist ein Listenhund und das ist natürlich mal wieder gefundenes Fressen. Ganz klar. Ja, seit Anfang der 2000 geht das immer nur Kampfhunde hier, Kampfhunde da. Ständig wird über die Kampfhunde hergezogen, aber keiner redet davon, Kampfhunde auch gemacht. Warum beschimpft man diese Hunde dann als Kampfhunde? Kann ich euch sagen. Hier in Hamburg zum Beispiel, in Wilhelmsburg, Harburg etc., also diesem Bereich, war das ganz groß, dass Südländer sich so ein Tier angeschafft haben, ja, und die scharf gemacht haben. Ich habe mich da öfters mal früher rumgetrieben, daher weiß ich das. Habe auch solche Hunde kennengelernt und wurden dann in die Hundekämpfe geschickt. So. Seitdem heißen diese Hunde Kampfhunde. Es gibt aber keine Kampfhunde. Jeden Hund, egal welche Rasse, kann man zu einer Kampfmaschine trainieren. Ob ein Dackel, ein Chihuahua, ja, kann man auch bissig trainieren. Beim Chihuahua passiert natürlich nicht so viel, klar. Aber den kann man genauso bissig trainieren. Und von daher spielt das keine Rolle, welche Rasse das ist. Wenn jetzt ein Schäferhund zum Beispiel bei Hundenkämpfen mitgemacht hätte, ja, wenn das öfters jetzt so ans Tageslicht gekommen wäre, dann würden die Schäferhunde plötzlich auch als Kampfmaschine dargestellt. Ja? Und das ist, ich kann euch mal wirklich aufklären, Staffordterrier sind definitiv keine Kampfmaschinen. Staffordterrier in Wirklichkeit sind das Familienhunde, ja, die, wenn man sie gut erzieht, von Welpen an, soziale Kontakte kriegen und so weiter, sind das die liebsten und besten Hunde. Aus Erfahrung reden, denn ich kenne jemanden, der hat einen gehalten, der früher ziemlich schlecht ging. Bei demjenigen, den ich kenne, ging das plötzlich ganz gut. War der liebste Hund dieser Welt. Und er war reinrassig. Er war ein reinrassiger Staffordterrier. Ja, und er wurde auch verprügelt, misshandelt vorher.
Klar, er hat einen Schutzinstinkt, Pärchen gegenüber. Aber zu Kindern, mein Sohn, der damals 2 Jahre alt war, hat versehentlich ein Spielzeugauto auf den Kopf gehauen, wie kleine Kinder nun mal sind. Mein Sohn ist gestolpert und das Spielzeugauto ist voll auf seinem Kopf gelandet und der Hund hat nur kurz geguckt, was war das denn? Kopf geschüttelt und hat sich wieder hin. Ansatzweise hat dieser Hund geknurrt, gebellt, ist aufgestanden oder sonst irgendetwas. Da sieht man mal wieder, dass diese Rasse eigentlich gar nicht kämpfen möchte. Halter aber diese Hunde von Welpen an darauf trainieren, zu beißen, ist kein Wunder. Denn der Hund denkt, das ist... Pärchen hat mir das ja beigebracht, also wird das richtig sein. Dass es aber eigentlich in Wirklichkeit böse ist, dass die Behörden da was dagegen haben und Hundeliebhaber selbstverständlich natürlich auch, das wissen wir. Das ist natürlich, wo ich sage, die Hunde werden dafür bestraft, was man aus ihnen gemacht hat. Rico war in den letzten Jahren, so hieß das gestern noch, nicht auffällig. Auf einmal war er jetzt 2011 auffällig, wo doch die Besitzer eigentlich ein Verbot bekommen hätten müssen, so hieß es heute. Warum wurde damals nicht gehandelt? Warum wurde damals nicht reagiert? Warum nicht? Verstehe ich nicht. So, und jetzt, wo was passiert ist, nachdem der Hund sich einfach nicht mehr anders zu helfen wusste, soll der Hund dafür bestraft werden? Ich frage mich manchmal, in was für ein Land leben wir eigentlich? Dass Behörden, Amtsveterinäre, zwischen Leben und Tod entscheiden dürfen. Mit was für ein Recht? Das für ein Recht. Ich bin mir manchmal sogar todsicher, dass die Amtsveterinäre sich gar nicht groß mit dieser Rasse beschäftigen. Ich kann mich natürlich auch täuschen. Es gibt ja natürlich verschiedene Amtsveterinäre, die extra für Kampfhunde zu die sich damit etwas beschäftigen. Wenn ich manchmal so höre, wie die reden, wird mir schlecht. Ganz ehrlich, es ist egal, welche Rasse. Es ist Lachs. Wenn man einen Hund von Anfang an gut trainiert, gut behandelt, dann ist es das beste Tier. Ja, und deswegen finde ich das auch Schwachsinn, dass es eine Art sogenannte Liste gibt. Ja, Kampfmaschinen, Kampfhunde, Listenhunde sollen mehr Steuern zahlen? Hier in Hamburg 600 Euro. Kriegt man hier überhaupt einen Hund noch angemeldet mit dieser Rasse? Bin ich mir gar nicht sicher. Ich traue mich gar nicht, so mir einen Hund zu holen. Würde ich gerne. Ich liebe diese Rasse. Ich würde gerne so einen Stafford Terrier holen. Aber hier in Hamburg, das haben mir die Amtsveterinäre damals wirklich abgeraten, weil da würde ich nur Ärger haben. Schleswig-Holstein ist mittlerweile so, dass sie diese sogenannte Listenhunde abgeschafft haben. Ganz genauso die Steuern wie jede andere Rasse auch. Unter einer Bedingung natürlich, wenn natürlich ein Hund, dabei ist es egal welche Rasse, irgendwie auffällt, dann müssen die Halter einen Führerschein machen. Da sage ich, das ist eine gute Idee. Hunde, die auffällig sind oder auch die Hundebesitzer auffällig sind, da sollte mal wirklich mal ein Hundeführerschein gemacht werden. Ja, so. Um zu gucken, ist er überhaupt in der Lage, dieses Tier zu führen. Nicht okay. Warum Hamburg noch nicht mitgezogen hat? Keine Ahnung. In Hannover soll das ja so sein, dass man da, egal für welche Rasse, einen Hundeführer hat. Letztens mal gelesen. Deswegen fragt man sich jetzt auch, hat ein Chicos Besitzer überhaupt einen Hundeführerschein? Und wenn nicht, mal angenommen, warum haben die Behörden denn damals wirklich gar nicht reagiert? Aufgrund dessen, vielleicht, dass die Hundebesitzer noch nicht mal einen Führerschein hatten. Vor all dem, warum erlauben die Behörden bitte schön, dass ein Kleinwüchsiger mit so einem Buller-Hirnmann von Hund
auf die Straße gehen darf. Dass eine Rollstuhlfahrerin diesen Hund führen durfte. Ich meine, Chico sieht ja sehr muskulös aus. Ja, ich meine, der hat Kraft, klar. So, jetzt ist das Geschrei groß. Jetzt hieß es, er soll eingeschläfert werden. So, wo ich dann sage, habe ich ja gestern schon erwähnt, ich werde Montag mit meinem Anwalt reden, um zu gucken, ob man da was machen kann. Dass ich aufgrund dessen oder beziehungsweise das Tierschutzgesetz im Vordergrund erscheinen lasse. Denn im Tierschutzgesetz steht, dass man einem Tier, einem Wirbeltier, weder Schaden zufügen darf, noch grundlos töten darf. Ich sehe hier aber keinen Grund, Chico zu töten. Absolut nicht. Ich habe mir den Hund, ich meine, ich kenne mich mit Hunden aus. Seit ich denken kann, habe ich mit Hunden zu tun. Ich hatte immer Hunde um mich, immer. Egal welche Rasse. Ich hatte schon sämtliche Rassen um mich gehabt. Aggressive Hunde hatte ich schon um mich. Ich habe aggressive Hunde trainiert. Ja, habe ich gestern auch schon erwähnt. Die Hündin, die auch vorher misshandelt wurde. Eine belgische Schäferhündin, kein Stafford. Eine belgische Schäferhündin, die richtig misshandelt wurde. War sowas von rattenscharf. Und, die Behörden, wenn die Behörden die belgische Schäferhündin die Finger hat eingeschläfert. Deswegen habe ich zugesehen, dass sie ganz schnell zu mir kommt, nachdem der Besitzer in den Knast kam und das Frauchen verstarb. Ja, damit die Behörden ja nicht irgendwie auf dumme Ideen kommen. So, und ich habe mir dieses Tier, obwohl ich da zu dem Zeitpunkt noch ein kleines Kind hatte, der mittlerweile ja auch schon etwas größer ist, ja, bei mir aufgenommen habe und diesem Tier eine Chance gegeben. Dieses Tier war nachher das liebste Tier überhaupt. Lief nachher ohne Maulkorb, ohne Leine, frei rum. Ja, so, das heißt, man kann jedes Tier und dabei auch egal welche Rasse wieder normal hinkriegen. Es geht, es ist machbar. Aber ich habe das Gefühl, dass die Tierheime sich gar nicht die Zeit dafür nehmen wollen. Ja, es nimmt Zeit in Anspruch, das ist richtig. Solche Hunde brauchen Zeit. Solche Hunde müssen dann nicht nur in einem Zwinger eingesperrt werden, sondern in einer Pflegefamilie, ohne Kinder, ohne weitere Hunde am besten. Wo mit dem Hund anständig trainiert wird. Wo natürlich auch soziale Kontakte gepflegt werden müssen. Zum Beispiel zusätzlich noch in so einer Hundegruppe, wo man den Hund, der ja so aggressiv ist oder sein soll, langsam daran führt. Und es lernt die sozialen Kontakte. Normalerweise fängt man damit im Welpenalter an. Deswegen machen ja viele Hundebesitzer, die sich so einen Welpen anschaffen, gehen sie in einer Welpenschule, Welpengruppe, damit die Hunde von Anfang an dieses Soziale kennenlernen. So, und dann geht das nachher weiter. Wenn der Hund älter ist, geht er in die nächste Gruppe. Ja? Soziale Kontakte sind für Hunde das A und O. Ja? Wie die Tierärztin gestern schon sagte, ein Hund, der so gehalten wird wie Chico, eingesperrt in einem Gitterkäfig, kaum raus dürfen, bedauerlicherweise Balkon kackern musste, dass er eventuell, sage ich jetzt mal, nachts nur eine kleine Runde im Hof drehen durfte, wie ein Gefangener im Gefängnis, ja, ganz ehrlich, gar nicht. Das ist Folter. Das hat die Tierärztin gesagt. Das ist Folter. Das heißt, in meinen Augen, es ist nicht, dass zwei Menschen jetzt ums Leben gekommen sind. Aber die Besitzer hatten selbst Schuld. Und wer weiß, warum Chico das getan hat. Wurde der Hund eventuell noch nebenbei noch geschlagen, geprügelt? Dann kann ich das verstehen, dass der Hund sagte so, jetzt knallt's. So, und ein Hund kann nicht so wie wir die Faust nehmen und die Faust irgendwie ins Gesicht kloppen. Ein Hund hat nur eine Möglichkeit. Ein Hund kann nur beißen. Ein Hund nimmt ja nicht seine Pfote und haut dir einen ins Gesicht. Ja,
Das ist einfach so. Ein Hund beißt dann, wenn zum Beispiel der Hund sich zur Wehr setzt. Wenn ein Hund, es gibt ja auch die sogenannten Angstbeißer, muss natürlich abwägen, warum hat der Hund gebissen? Hatte der Hund Angst? Oder wollte der Hund sich gerade zur Wehr setzen? All das. Fakt ist, oh, da sind ja zwei Menschen ums Leben gekommen. Der böse, böse Kampfhund. Wenn ich das höre, könnte ich wirklich viral kotzen. Denn ich habe mir Chico wirklich gestern angeguckt. Ja, und war nur Videos gewesen. Aber Chico ist in Wirklichkeit ruhig und gelassen. Zumindest im Tierheim. Wie er vorher war, weiß ich natürlich nicht. Ja, weil so ein Tierheim geht ja auch mit den Hunden mal Gassi und dies und das und jenes, ne? So, und wahrscheinlich hat er in seinem Zwinger mehr Platz als in seinem Stallkäfig. Ne? Und er war ruhig und gelassen. Das hat ihn überhaupt nicht interessiert, dass da Kameraleute standen und da gefilmt haben und geredet haben. Er hat die Leute nicht verbellt, er hat sie nicht angefletscht. Die Hundepflegerin, die saß da und hat ihn durch Gitterstäbe gefüttert. Der Hund hat das dankend angenommen. Ja? Wie wäre es denn mal, dass man den Hund trainiert. Heute habe ich was ganz Tolles erfahren, gerade eben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich drücke wirklich ganz, 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 ganz fest die Daumen. Und zwar, Moment, da muss ich mal kurz hinblättern. Ein Herz für Pitbulls, genau, hat geschrieben, Update, Chico in Zusammenarbeit mit bla bla bla, hier ist ja so ein Link von der Facebook-Seite, ist bereits auf dem Weg zu Chico. Bitte drückt uns die Daumen, dass er zu Ihnen oder zu uns darf. Wir arbeiten ausschließlich zusammen mit Frau Kruse. Wer weiß, wer das jetzt ist, muss ich gerne nochmal nachgucken, wer das jetzt sein soll. Und Chico, sein sicheres Gehege ist bereit zum Einzug und bereit. Bitte drückt uns die Daumen, dass die Behörden mitspielen. Es ist also so, dass Tierschützer, die sich für diese Hunde einsetzen, Chico gerne übernehmen würden. So, jetzt liegt das, ob die das gestatten. Das heißt, ja, ich möchte hoffen, ganz, ganz doll hoffen, dass die Amtsveterinärin sagt, okay, Menschen, ja gut, er wurde Jahre ganz, ganz grausam gehalten, überhaupt nicht artgerecht und deswegen ist ja, ich möchte dem Hund lieber eine Chance geben und dass der Hund dann wirklich in erfahrenen Händen kommt. Ich hoffe es. Ja, dass es eine Amtsveterinärin ist mit Herz, die wirklich auch Hunde mag. Ja, wenn das eine Amtsveterinärin ist, die kein Herz hat, dann und diese Rasse eventuell auch noch vielleicht nicht aufstehen kann, auch gibt. Gelesen habe ich heute auch, es soll ja irgendwie im Tierheim eingebrochen worden sein, vermutlich wohl Tierschützer, die Chico retten wollten. Gute Idee. Gute Idee, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also, die Idee hätte von mir kommen können, weil es geht hier wirklich um Leben und Tod. Auch ich, Platz hätte Chico übernommen. Ja, und nur leider bin ich voll mit meinen Pflegehunden und bei mir ist es auch nicht jetzt irgendwie so, dass ich Hund jetzt wirklich aufnehmen könnte. Das wäre ihm auch nicht gegenüber fair. Da wäre der Verein, die jetzt dahin gefahren sind, wäre er da viel besser aufgehoben. Aber ich würde ihn auch aufnehmen. Da kenne ich gar nichts. Ich meine, ich habe schon so einige auch Listenhunde. Ein Rottweiler zum Beispiel, der damals aus Harburg kam. Auch ein Stafford Terrier, der hieß Pipo. Ja, der Pipo zum Beispiel war ein goldbrauner mit weißer Brust. Wildhübsches Tier. Sein Vater lebte beim Südländer, der ein Schaf war, der bei Hundenkämpfen mitgemacht hat. Pipo sollte damals gegen seinen Vater antreten. Wurde auch dafür vorbereitet.
Und da habe ich mich dazwischen gestellt. Ich so, Freundchen, sollte ich das mitkriegen? Sollte ich irgendwelche auffälligen Verletzungen an ihnen erkennen, zeig ich dich an. Ich habe ihm gedroht. Ja, und er soll doch gegen seinen Vater kämpfen. Und papa, ich so, du tickst wohl nicht. Durch meine Drohung hatte sich das doch, weil er kennt mich, er weiß, ich meine es dann ernst, ja, und ich hätte ihn auch angezeigt. Und mittlerweile war er nachher ja auch dafür bekannt, dass er Hunde scharf macht und hat vom Gericht ein Hundehalteverbot bekommen. Der Rottweiler wurde ihm nachher auch sichergestellt. Der Stafford Terrier ist nachher im Tierheim gelandet, weil er sich die Hundesteuer nicht mehr leisten konnte, weil es kam mir dann nachher die Hundesteuer raus und die neuen Gesetze. Dadurch, weil Volkan, der kleine Junge, ja zu durch Kampfhunde, Listenhunde, ja. Tipo wurde aber gut vermittelt. Den habe ich ein paar Monate später in Ulsdorf getroffen. Ja, Pipo hatte ich auch mal vorübergehend bei mir, bevor er ins Tierheim nachher kam und habe ihn trainiert. Ja, und er war umgänglich. Ja, gut, er hat sich nicht mit jedem Rüden verstanden und war da ein bisschen launisch, aber ein Kuschelmonster, unglaublich. Ja, dabei wurde er ja vorher mal trainiert, dass er andere töten soll. Was man durch ein Training alles hinkriegt. Unglaublich, oder nicht? Das sollten wirklich mal die Behörden, die Amtsveterinäre, wirklich mal mittlerweile peilen, dass nicht die Hunde dran sind, sondern der Mensch. Der Mensch ist derjenige, der diese Tiere so versaut. Und wenn es so wenige Vollpfosten geben würde, ja, die der Meinung sind, boah, ich hole mir jetzt einen Stafford Terrier oder ich hole mir jetzt einen Rottweiler, ja, und mache ihn ordentlich scharf und was weiß ich alles, ja, wurde auch schon mal bedroht von so möchte gern Skinheads, ja, die da so einen Stafford Terrier an der Seite hatten. Die haben gedacht, ich wäre eine Südländerin. Die haben mich Pullenschlampe genannt, ja. So, weil ich etwas polnisch aussehe. So, und der hat dann zu mir gesagt, ich hetz gleich seinen Hund auf mich. Ja, ich stand da, ja, ich meine, ich kenne mich mit Hunden aus und ich hab ihn ausgelacht. Ja, ich habe den Hund angeschaut und habe gesagt, du hast ein wunderschönes Tier. Ja, und Angst? So, solche Vollpfosten gibt es leider. Ja, so möchte sie gern Skinheads, die ihre Hunde auf andere Menschen hetzen wollen, auf Ausländer oder was auch immer. Ja, Südländer in Harburg, Wilhelmsburg, ganz schlimm. Ja, die sich dann diese Rasse anschaffen, diese tollen Tiere versauen. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie es in Zukunft weitergehen soll. Es kann so einfach nicht weitergehen. Mittlerweile sollten mal die Amtsveterinäre, und jetzt meine ich wirklich auch mal direkt die Amtsveterinäre, und ich möchte jeden Amtsveterinäre damit an, wird mittlerweile an der Zeit, dass ihr eure Ärsche bewegt. Denn ich mache mittlerweile seit 16 Jahren Tierschutz. Seit 16 Jahren. Und ich musste leider Gottes so oft miterleben, einfach nicht handelt. Man kann ruhig bei euch anrufen, Bilder schicken, euch mitteilen, das Tier wird misshandelt. Ja, es wurde einfach nicht reagiert. Ja, und wenn dann was passiert, dann ist das Geschrei groß. Ja, wie oft habe ich gesagt, wenn ihr jetzt nicht da eintreitet, passiert eines Tages ein Unglück. Und zack, ich habe das kaum ausgesprochen. Das Geschrei groß. So, und wo ich nur sag, mit was für ein Recht setzen Amtsveterinäre dahinter einem Schreibtisch, nennen sich Amtsveterinäre, machen ihre Arbeit nicht richtig. 2011 hätte bereits schon eingeschritten werden müssen.
wurde heute in den Medien preisgegeben. Warum wurde nicht gehandelt? Verstehe ich nicht. Das ist mal wieder typisch Amtsschiedsrainäre. Ja, dabei ist es egal, in welchem Ort das ist. Ob Hamburg. Hamburg ist ja, naja, Hamburg ist ja auch schon sowieso schon ganz schlimm. Ja, so, Hannover, Bremen, Berlin. Oder was da Geier was, wo überall Amtsschiedsrainäre arbeiten. Es ist überall dasselbe. Man kann ruhig bei euch anrufen und es wird nicht reagiert. Andere Geschichte. Zwei Listenhunde hier in Hamburg wurden in einen Mini-Zwinger gesperrt. Es kamen Beschwerden, dass die Hunde das grottenschlecht haben. Amtsveterinäre fahren hin, gucken sich an und lassen diese armen Tiere dort. Dann wurden diese Hunde auch noch kopiert, die Ohren abgeschnitten. Die Ohren. Es gab ein Vorherbild und es gab Nachherbilder. Dann war wieder das Geschrei groß. Mittlerweile denke ich mir, also ihr macht eure Arbeit einfach nicht richtig. Ihr seid einfach fehl am Platz. Gebt uns die Macht, uns Tierschützern, und glaubt es mir. Weniger passieren mit den Hunden, weil wir Tierschützer sind aktiver als ihr Amtstierärzte. Traurig, aber wahr. Gebt uns die Macht. Tritt ihr zurück und lasst uns die Macht. Ja, wir Tierschützer sind wirklich aktiv und setzen uns wirklich hart wirklich für die Tiere ein. Ihr seht das nur überflächlich. Ihr geht doch kurz gucken, gut, notiert da irgendwas, ja. So, und zieht wieder alleine und guckt noch nicht mal. Ihr macht noch Nachkontrolle, gar nichts. Ihr kümmert euch dann einfach nicht dann mehr drum. So, und wenn dann der Hund irgendwann sagt, so, Feierabend, Schluss, es reicht. Ich hab keinen Bock mehr. Ein Hund liebt normalerweise seine Besitzer. Es ist nicht normal, dass ein Hund seinen eigenen Besitzer kurz und klein beißt. Also ganz ehrlich, mich hat noch nie im Leben einer meiner Hunde mich gebissen. Jetzt findet mal den Fehler. Dabei arbeite ich mit Problemhunden. Ich aus der Hölle rausgeholt. Ja, so. Und trotz allem wurde ich noch nie von meinen eigenen Hunden ansatzweise gebissen, angeknurrt, angefletscht, bedroht. Nie. Weil meine Hunde ihr Recht bekommen. Regelmäßig raus, sie dürfen regelmäßig soziale Kontakte pflegen. Die werden beschmust, die werden gekuschelt, die werden verwöhnt. Naja, das spielt ja keine Rolle. Ja, aber meine Hunde haben es gut und die haben es nicht nötig, mich zu zerfleischen. Würden sie auch niemals machen. Nie. Im Gegenteil, meine Hunde hätten Angst, mich zu verlieren. Ja, so sieht das nämlich aus. Und dass Chico seine Besitzer und gleich zwei Besitzer zu Tode gebissen hat, da könnt ihr euch gleich mal vorstellen, wie verzweifelt dieses Tier war. Wie verzweifelt. Und es war, das habe ich gestern schon mal gesagt, war seine letzte Chance, um aus dieser Hölle auszubrechen. Denn wenn seine Besitzer noch leben würden, würde er immer noch in diesem Loch sitzen. Und nicht irgendwie in erfahrenen Händen bei irgendwelchen Tierschützern. Ja, es war also seine letzte Chance. Denn ihr Behördenfuzzis, ja, handelt ja einfach nicht. Ihr reagiert ja gar nicht. Was sollte der Hund denn bitte schon machen? Welche Auswahl hätte er denn gehabt? Keine. Außer das, was leider Gottes passiert ist. Ich finde es traurig, dass erst gehandelt wird, wenn Menschen schwer verletzt werden oder sogar zu Tode gebissen werden. Ich finde es erbärmlich. Und mittlerweile sollte man wirklich Beschwerde bei den Staatsanwälten gegen euch stellen.
damit irgendeiner euch mal den Marsch blast. Entschuldigung, dass ich so ausfallend sein muss, aber es steht mir bis hier oben her. Ich kann's nicht mehr hören. Ich kann euren Gesappel nicht mehr ertragen. Für einen Tierschützer ist es unerträglich, was ihr da abzieht. Und uns Tierschützern sind auch noch die Hände gebunden, um da überhaupt hundertprozentig einschreiten zu können. Weil sicherstellen dürft ja nur ihr. Wir dürfen das nicht. Wir dürfen eventuell mal einen Hausbesuch machen, uns das vielleicht mal anschauen. Wenn die Hundebesitzer aber sagen, nö, sie kommen hier nicht rein, ja, dann ist es so. Dann können wir nicht sagen, so, zack, beiseite, wir gehen da jetzt rein. Nee, so geht's nicht. Dann kriegen wir eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch. So sieht das nämlich aus. Ihr Amtsveterinäre, da habt ihr mehr Macht. Sicherlich können auch die Hundebesitzer euch sagen, nein, sie kommen hier nicht rein. Man muss die Amtsveterinäre auch. Das weiß ich. Aber ihr könnt verlangen, dass ihr euch den Hund anschauen dürft. Dass ihr den Hund untersucht. Das dürft ihr. Und zur Not, wenn ihr da irgendwas feststellt, könnt ihr auch übers Gericht beantragen, dass ihr in die Wohnung dürft. Alles möglich. Warum macht ihr das nicht? Verstehe ich nicht. Kapiere ich nicht. Ja? So, jetzt sind zwei Leute tot. Toll, super. Und ihr redet davon, ihr wollt den Hund einschläfern lassen, in den Jenseits schicken. Ist ja die beste Lösung und die leichteste Lösung. Stattdessen sich mit diesem Tier, der so deprimiert im Zwinger sitzt, mit ihm beschäftigt, ja, ihm eine Chance bietet. Nein, ihr denkt nicht daran, wie es dem Hund ergeht, wie es dem Hund überhaupt geht. Ich habe Augen im Kopf und ich habe ganz klar gesehen, dieses Tier leidet sogar darunter, was er machen musste. Das Tier ist deprimiert. Erst wird er in die Wohnung gesperrt, ja, kommt noch nicht mal zum Kacken raus und jetzt ist er schon wieder eingesperrt, schon wieder im Zwinger. Ja, doll, dolles Leben. Und das die letzten 8 Jahre. Ihr wisst schon, wie alt ein Hund werden kann. Viele Jahre hat er mit Sicherheit nicht mehr. Alter, ja. Es gibt mittlerweile gut auch Hunde, die schon 16, 17, 18 und 20 Jahre alt werden, klar. Aber viele Hunde sterben mit 14, 15. Ja, so und ganz ehrlich, was hatte bitte schon Chico bisher ein Leben? Ein Leben. Und ich kann den Hund verstehen. Ich kann den Hund verstehen. Und ich sage, nicht Chico, sondern die Besitzer sind dran. Ganz, ganz, ganz klar aus. So, und diese Live-Aufnahme werde ich nachher euch per E-Mail zukommen. Auch das Tierheim wird das erhalten. Denn es reicht mir. Es reicht. Und es ist Zeit. Wirklich, wirklich Zeit. Ihr das mal alles überdenkt und sagt, okay, wir handeln. Ihr Tierschützer, gut. Viele, viele Tierschützer. Kann nur zu 50% eventuell helfen. Besitzer sich dagegen wehren, haben wir keine Chance. Wenn das Besitzer sind, die nicht einsichtig sind, Chance. Wir haben auch keine Chance. Oder Chance schon, naja, gut, theoretisch gehandelt. Ja, aber wir können nicht einfach hier den Hund schnappen und sagen, so, der Hund ist sicher gestellt, der Hund kommt jetzt mit. Nein, wäre Diebstahl. Denn wir Tierschützer dürfen nicht sicherstellen. Dürfen wir einfach nicht. Ja. So, das heißt, wir sind auf euch auch noch angewiesen. Das heißt, bitte, wenn wir Tierschützer bei euch anrufen, nimmt es auch ernst. Ihr müsst nicht nur denken, nur weil ihr studiert habt, dass ihr alles immer wisst.
dachte, ach ja, die Tierschützer übertreiben mal wieder, passiert schon nichts. Ja, und ein paar Jahre später ist es doch passiert. Oder vielleicht ein paar Wochen später sogar schon. Ja, so. Dabei hat eine Tierschützerin, also ich rede jetzt mal in einem meiner Fälle hier in Hamburg, gewarnt, dass da was passieren wird eines Tages. Ich dachte, ich habe es kaum ausgesprochen. Zack, bumm. So. Und die Amtsveterinärin hat natürlich so getan, als ob gar nichts gewesen wäre. Ja? So. Ja, als ich eine Hauskontrolle machte, da war nichts Auffälliges. Nein. Tierärzte haben festgestellt, der Hund, der wurde über längere Zeit misshandelt. Ja? Das heißt, zu dem Zeitpunkt, wo Amtsveterinäre da waren, hätte irgendwas ersichtlich sein müssen. Aber war ja nichts auffällig. Da frage ich mich, ob gewisse Amtstierärzte Maten auf den Augen rumrennen. Oder habt ihr überhaupt Hundekenntnis? Seht ihr das überhaupt? Das kann doch nicht sein. Wir Tierschützer haben nicht studiert, ja, und sehen dieses Leid in diesem Tier. Ja, wir brauchen diesen Tieren teilweise wirklich nur in die Augen schauen und wir wissen Bescheid. Und ihr seht noch nicht mal, wenn ein Tier misshandelt wird? Also ganz ehrlich, ich frage mich manchmal, in welchem Film ich bin. In welchem Land ich hier bin. Ja? Es ist immer wirklich, für Menschen ist die Todesstrafe verboten. Für Tiere wird das dann wird eine Ausnahme gemacht. Mit was für ein Recht? Menschen dürfen töten bis zum geht nicht mehr, kommen gleich ein paar Jahre im Bau, dürfen danach weitermachen, kommen dann wieder im Bau, kommen wieder raus, dürfen dann wieder weitermachen. Und so weiter und so fort. Straftäter, die sich darauf aufgeilen, zu morden, zu vergewaltigen, Kinder zu missbrauchen, die sind nicht heilbar. Wurde schon bewiesen, denn ein paar Jahre Knast, naja, hat er mit einer Arschbacke abgesessen und hat danach das nächste Kind geraucht und getötet. So. Und sowas lasst ihr Behörden, sondern andere Behörden und Polizisten und Staatsanwälte und Richter, ja, und sowas lasst ihr frei rumlaufen, wo wir Elternteile schon Angst haben, unsere Kinder auf den Spielplätzen spielen lassen zu können. Sowas lasst ihr rumlaufen und ein Hund, der sich nur zur Wehr setzt, den verurteilt ihr zu Tode, mit was für ein Recht? Mit was für ein Recht entscheidet ihr zwischen Leben und Tod? Ihr spielt hier einfach Gott. Ihr spielt eure Macht aus. Solltet mal eure Macht in dem Falle ausspielen oder ausnutzen, Tieren zu helfen. Aber rechtzeitig, bevor da irgendwas passiert. Und nicht, wenn das Kind sozusagen schon in den Brunnen gefallen ist. So sieht das nämlich aus. Nicht anders. Mittlerweile sind wir Tierschützer schon auf 180. Ich weiß nicht, wie lange noch. Ja, dass wir alle durchdrehen. Weil es kann nicht sein. Wir reißen uns den Arsch auf, tun und machen, damit das die Tiere angenehm wie möglich gemacht wird. Ihr macht nichts, gar nichts, überhaupt nichts. Dabei machen wir das ehrenamtlich. Ihr verdient damit eure Brötchen auch noch fürs Nichtstun. Da frage ich mich, ihr solltet wirklich einen anderen Job auswählen. Tut mir leid. Denn Hunde sind Lebewesen. Sie fühlen. Sie besitzen auch Schmerz und Trauer. Genau wie ein Mensch. Ein Hund wird dann aber zu Tode verurteilt, wenn er irgendwie sich zur Wehr setzt. Ein Hund muss sich heutzutage prügeln lassen, zusammentreten lassen, verbrennen lassen. Hängen lassen, überfahren lassen, hinterher schleifen lassen von irgendwelchen Autos. Ja, aber wehe, der Hund, der setzt sich zur Wehr. All das müssen Hunde sich gefallen lassen. Aber wehe, der Hund sagt so schloss, Feierabend. Der fängt dann an zu beißen. Dann seid ihr da und sagt, der böse, böse, böse Hund, du hast ja gebissen. Todesstrafe.
Was dem Hund aber vorher passiert ist, darum macht ihr euch überhaupt keine Gedanken. Das ist das, was mich wirklich rasend macht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe schon wieder Magenschmerzen. Ihr solltet wirklich mal überdenken, was Pico das Beste ist. Nee, keine Todesstrafe. Sondern, dass er in eine artgerechte Einrichtung kommt, trainiert wird, in die richtige Bahn wiedergeführt wird, damit er eine faire Chance hat. Ihr werdet das sehen. Denn erfahrene Leute, Pico, nie. Es sei denn, er muss sich natürlich. Ein Hund hat natürlich das Recht. Ein Hund muss sich nicht misshandeln lassen. Er muss sich nicht verprügeln lassen oder sonst irgendetwas. Wenn Gott gewollt hätte, dass der Hund nicht beißt, dann hätte er diesen Hund, diesen Instinkt nicht verpasst. Oder ihn ohne Zähne in die Welt geschickt. Ja? Darüber solltet ihr mal nachdenken. Nicht anders. So sieht das nämlich aus. Und ganz ehrlich sagen, ich finde es wirklich erbärmlich, dass die Bild-Zeitung sich immer wieder was Neues einfallen lässt, um den bösen, bösen Kampfhund ins schlechte Licht zu rücken. Und ach ja, bevor ich das noch vergesse, das jetzt hier ist mal an den Tierheimleiter von Hannover gerichtet. Ich frage mich, sind sie nicht ganz dicht? Sind sie nicht ganz dicht, hier zu behaupten, der Hund ist gerade mal ein paar Tage bei ihnen. Von wegen, er wäre nicht vermittelbar. Geht's noch? Was wollen sie damit erreichen? Dass die Amtsveterinäre ihnen dann noch Recht gibt und sagt Todesstrafe? Sind sie Tierschützer oder was sind sie? Sie sollten das Tier beschützen. Beschützen von den Amtsveterinären. Gut für den Hund reden. Und nicht so eine Scheiße preisgeben. Sie sollten sich was schämen, Herr XY. Oder was auch immer, wie sie heißen. Ganz ehrlich, also ich bin fast vom Stuhl gefallen, als ich das gelesen habe. Der Hund wäre nicht vermittelbar. Das heißt für mich, dass sie den Hund bereits auch zum Tode verurteilen. Oder wollen Sie den Hund jetzt auf ewig bei sich im Tierheim? Kann ich mir nicht vorstellen. Sie sollten sich was schämen, das als Tierschützer auch noch so preiszugeben. Und damit, dass die Gegner, die eh schon was gegen Listenhunde haben, damit auch noch mehr aufhetzen. Sie sollten mal überlegen, was sie in der Presse von sich geben. Sie sollten gut für den Hund reden. Sie sollten nur wirklich Seite des Hundes stehen. Gut überreden. Ja? Und nicht so eine gequälte Scheiße. Sorry, dass ich jetzt mal ein bisschen lauter werde und ein bisschen ausfallender. Aber das steht mir bis hier oben hin. Ich sehe das jetzt schon. Durch Ihre Aussage kann das möglich sein, dass dieses Tier eingeschläfert wird. So sieht das nämlich aus. Und sollten Sie das zulassen, dass der Hund auf dessen, was Sie da ausgesagt haben, eingeschläfert wird, werde ich auch darüber mit meinem Anwalt reden, dass Sie eine Anzeige bekommen. Vielleicht sollten Sie mal überdenken, dass Sie Tierschutzarbeit niederlegen, wahren Tierschützer Platz machen. So, und bevor ich hier wirklich komplett noch ausraste, weil es mir wirklich bis hier oben hin steht, ja, mit diesen ganzen Scheiße, ja, ich bin wirklich, in Wirklichkeit bin ich eine ruhige und gelassene Person, ja, ihr seht also, was ihr aus mir jetzt gemacht habt, dass ich rumschrei, weil es einfach mir reicht, weil ich wütend bin, dass man auf das arme Tier jetzt auch noch rumhackt, ganz ehrlich, das ist für einen Tierschützer
einfach nicht tragbar. So, ich für meinen Teil habe heute genug gesagt, werde es im Auge behalten, versprochen.